diesen Mistkerl hatten wir doch schon mal. War der eigentlich woanders? Kommt denn der hier her? Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Ich kann nicht mithalten! Hier ist nicht willkommen! Sache. Steht das Schätzelein, wenn mich nicht alles täuscht. Ach nee, ist ein Schwein. Wo war der Schatz? Da drinnen wahrscheinlich. Nö. Nee. Ach, da oben. Schon geht er hoch. Cressilas Residenz abgeschlossen. So, wie machen wir weiter?
würde ja eigentlich diese ganze Region hier erledigen. Ella! Los! Na komm, gib mal Gas. Aber innerhalb von Ortschaften dürfen wir ja nicht so schnell. Na komm, nun gib mal Gas. Na, das wollte ich nicht. Na, ist egal. Los! Ach, ich entsinne mich. Hier waren wir mal, wo wir noch deutlich zu schwach waren. Das war zu den Zeiten, wo wir die ganze Welt erkundet haben. Apropos Welt erkunden. Ach, wir haben noch so viel zu tun. Na, nimm doch das Ding mit. Muss mich verarschen. Das hätte ich jetzt nie gedacht. Ich hab gedacht, er ist stärker. Stehen bleiben. Das war mir klar. Scheiße, ich brenne! Götter, das brennt! Vertellio könnt die Fackeln ausmachen. Ein paar lecker Stiefelchen. Na gut, ich geh erstmal den Schatz holen.
Und damit haben wir den Tempel der Pritomartis abgeschlossen. Und die beten da draußen aus Spaß an der Freude. Nicht einen Schritt weiter! Okay, erledigt. Nimm doch nicht mit das Ding. Das Eisen. Dactyls erschöpfte Miene. Und los. Ja gut, ich lasse euch am Leben. Oh-oh. Endstation. Was haben wir denn hier Feines? Oh, das Lager machen wir noch. Evil Chicken! Ne, diesmal nur Chicken. Icarus, du kannst gleich loslegen. Was ist hinter mir? Nicht wie ein Vogel. Hä? Woher kommt das? Gleich! Da ist sie! Auf euch! Thank you.
Hat doch einer gepennt. So, Polyrrhenia Militärlager abgeschlossen. Jetzt wollte ich... Das können wir uns noch angucken. Versunkene Ruinen. Wenn wir einmal in der Gegend sind. Wasser waren wir ja lange nicht mehr, am Großen. Ja, und einen Schatz zu finden dürfte ja nicht das Problem sein. Und da hinten ist er doch schon. Versunkene Ruinen abgeschlossen. So ist schön. So gefällt uns das. Na, würdest du mal freundlicherweise an Land gehen? Also das ist ja nur völlig witzlos. Ja, das ist nur echt lächerlich, muss ich mal sagen. Um nicht zu sagen peinlich, weil das ist ja nur Schwachsinn, ich meine. Sollte das denn jetzt? Das kann doch nicht sein, dass die... überall hochklettert und ausgerechnet am Ufer macht die hier so ein Terz, also Freunde, das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Okay, das sind wir zu Fuß schneller. Ich sagte doch, du sollst aufpassen! Aber du warst es, der nicht aufgepasst hat. Wie war das? Nichts. Du bist absolut perfekt, Herr. Stimmt etwas nicht mit deinen Waren? Hä? Ist deinen Waren etwas passiert? Tölpel sind passiert. Sie ließen mein Obsidianglas fallen und haben es zerbrochen. Du hast es auch getragen. Hast du etwas gesagt, Welpe? Ich sagte, verflucht seien diese Tölpel. Ganz genau. Nun brauche ich mehr Obsidian. Wenn du mir etwas bringst, Söldnerin, soll meine beste Klinge dir gehören. Sind wir im Geschäft? Ich hol dir dein... Was? War das ein Ja? Hat sie nun... Ich bin mir ganz sicher.
Idiot. Wunderbar. Meine Gehilfin hier sagt dir, wo du den Obsidian findest. Danke, dass du das machst, sonst hätte er nie Ruhe gegeben. Es gibt jede Menge davon im Tempel der Britomatis und in den versunkenen Ruinen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, frag mich ruhig. Ich habe genug von seiner nervigen Stimme. Die Ruinen, die du erwähnt hast, wo sind die? Die versunkenen Ruinen sind an der Westküste von Messara. Aber sei gewarnt, dort wimmelt es von Haien. Ich war bereits dort. Da war nicht viel Obsidian. Oh, das ist nicht gut. Wenigstens hast du das bisschen, das da war. Sag mir, wo ich ihn finde. Der Tempel der Britomatis liegt nordwestlich von Kydonia. Aber es gibt dort viele Wachen. Sei vorsichtig. Der Tempel wurde geplündert. Der Obsidian ist fort. Das klingt, als hättest du es mit angesehen. Was stimmt nicht mit ihm? Tja, wo soll ich denn anfangen? Er hat sein Leben vor der Schmiede verbracht. Er kann kaum noch etwas hören. Sieh her. Alter, es riecht aus deiner Hose. Das ist wirklich sehr nett von dir. Du riechst auch wie eine Rose. Der Trick ist zu lächeln, egal was du sagst. Probier's auch mal. Du wäschst dich nicht vorm Frühstück, was? Nein. Ich mag den Frühling nicht wirklich. Da muss ich immer niesen. Ich habe alles. Ich komme mit dem Obsidianglas zurück. Sie wird dir dein Zeug jetzt holen. Wunderbar. Komm schnell zurück, Söldnerin. Bitte beeile dich. Meine Ohren halten sein Gejammer nicht mehr aus. Da hast du dein Obsidianglas. Sehr gute Arbeit, Söldnerin. Sie hat das Zeug. Gut gemacht, Söldnerin. Nimm meine Klinge. Möge sie dir gut dienen. Jetzt gibt er hoffentlich endlich mal Ruhe. Ich höre dich. Ja. Sag das nochmal abgeschlossen. So geht's natürlich auch. Cool. So, mal gucken, ob wir beim Schmieden ein bisschen Kohle machen können. Naja, nicht wirklich. Nee, also ich werde jetzt das machen, was ihr gesehen habt. Ich werde jetzt einfach mal auf bessere Ausrüstungsgegenstände wechseln. Das würde ich mal behaupten. Und zwar deutlich besseres. Naja, ein paar Kleinigkeiten können wir beim Schmied versilbern. Kann ich dir helfen? Thank you.
Hä? Genieß das Leben. Bis bald. Ach so, okay, ich habe mich jetzt gerade gewundert, dass kein ausgerüsteter Beinschutz angezeigt wird. Alles klar. Ist auch klar, warum. Weil der legendäre, nee, epische? Nee, legendäre nie angezeigt wird. Der Tag ist noch jung. Gut, kretischer Stier. Okay. Wir können es ja mal versuchen.